So, ja, genau, jetzt kommt The Way Back. No, there wasn't any violence in my upbringing. It was discipline, and yeah, sometimes it hurt, but get that dumbass cat out of here. I'm gonna toss it out the window. Damn thing makes my nose itch. Tanya, out. Let's not threaten. Meine Katze hätte nicht dafür. Keep her outside. No, I didn't mean that. No, I'm sorry. I just look. I'm willing to admit that I get angry sometimes, but there's a lot of stuff that's pissing me off, Doc. Like what? Das meine ich halt so. Es ist einfach, wenn man ihn jetzt so in diesen Tapes hört, ist er ein echter Arsch irgendwie so. Aber trotzdem, ist komisch, er tut mir halt auch leid. Ist irgendwie seltsam. Echt komisch. Verstehe noch nicht mal, warum er mir leid tut irgendwie. Also, aber. I lost my job. I don't even really know why. Those Meyer bastards! So I had a small accident with that shipment of pharmaceutical juice or whatever. So what? Don't I get any credit for 20 years of flawless driving? Man, whatever that shit was made me feel sick to my stomach. Damn stuff's probably toxic too. Seeing as I can't even recall it fully and it was only 2 nights ago. That must be very frustrating. How often would you say you feel... God damn it! You know what? How am I supposed to show the court I've got my life together if I ain't got no job for no real reason? I've a good mind to go back to the quarry and have a nice long chat with those Meyer folk. Ja, hier jetzt jetzt intervenieren müssen, Alter. He said he'll give me 200 bucks if I can get him into the quarry. Der Hippie-Typen. Ach, der Typ, der vorhin den Brief geschrieben hat, ne? Der ihn mitgenommen hat und aber nicht wieder abgeholt hat. Aber was ist das für ein Hippie-Typ? Jetzt gerade wieder zurück? Ich bin so doof. Oder? Nee, doch, ist richtig. Perhaps we should discuss your approach in a calm. No! In fact, if they don't hire me back right away, there'll be hell to pay. I'm going! You're required to stay for the full session, Mr. Nygaard. Oh yeah? Try and stop me. Ja, das ist jetzt deine Art zu intervenieren, oder was? Wenn du merkst, dass einer Amok laufen möchte? Also, naja. Naja, man kann schon von Amok sprechen. Also jetzt, ne? Aber, Alter, du bist ja Wesley, du bist ja ein toller Therapeut, ey. Oh, hab ich jetzt hier eine verpasst, ne? Nee, eigentlich, letztendlich haben wir erst aufgebrochen. No words to say. Und wir gehen zurück in unser Büro. Hoffentlich. Na, meine kleine Maus? I don't understand. How could Meyer do something like this? Because they think they could get away with it. Listen, someone called here while you were out. It sounded urgent. You should check your messages ASAP. Gotcha. No. Dr. Wales, you there? Listen, the meeting went bad. They took her, man. I barely escaped. I don't know what they're gonna do. They're after me, and they might be coming after you too, just for seeing me. I'm sorry. Please contact me so we can figure this out. And don't drink from the tap. Keine Leitungswasser trinken. Isn't that Lucas Cole, one of your patients? Yes. Though he didn't show for his last appointment. You should call him back.
Lucas. Phones haven't really been working in my favor. Guess we have to do this the hard way. Lucas had a cabin in the forest, didn't he? You should try and see if you can access it from the building. Maybe there's something there that'll help us make contact with him. Okay. Or a tape. While you're at it, you should check out what's happening downstairs. This place is falling apart. Finde Lucas Tonband. Ja, es ist halt wirklich, es ist ein Konstrukt hier, ne? Irgendwie was langsam zusammenbricht irgendwie. Also nicht das Haus. Das Haus ist ja nur stellvertretend wahrscheinlich für die Psyche des Therapeuten oder so. Also. Okay, schauen wir mal kurz in Max' Akte rein. Patientenname: Max Nygaard, Alter 45. Diagnose: Jähzorn, narzisstische Tendenzen. Umstände der Behandlung: vom Gericht angeordnete Behandlung nach häuslicher Störung, zu der die Polizei gerufen wurde. Die Frau des Patienten erstattete keine Anzeige, aber der Staat verlangte gleichwohl einen Polizeibericht und rechtliche Konsequenzen. Frau und Kind des Patienten sind seit dem Vorfall ausgezogen. Persönliche Geschichte. Patient wiegelt das Problem ab, aber sein Vater wurde wegen Gewalt gegenüber der Mutter inhaftiert. Kontrainuitiv scheint der Patient seiner Mutter gegenüber Ablehnung zu empfinden, die offensichtlich in seiner Jugend eine Affäre hatte und später diesen Mann heiratete. Der Stiefvater war ihm gegenüber sehr wahrscheinlich gewalttätig, aber der Patient weigert sich damit, sich damit auseinanderzusetzen. Patient hat eine 10 Jahre alte Tochter namens Madison und eine Frau namens Alice, die wohl nicht mehr zu Hause lebt und die Scheidung eingereicht hat. Patient besteht darauf, über sie in der Gegenwart zu sprechen, nicht als Ex, und möchte von einer Trennung nichts wissen, weil er sie für vorübergehend hält. Patient verlor seinen Job als Fahrer für Meyer Pharmaceuticals nach einem scheinbaren Unfall mit brisanter Ladung. Psychologische Notizen. Max zeigt große Eifersucht und Wut, wenn er sich nicht respektiert fühlt oder seine Kontrolle bedroht wird. Er lernte die Basisübung kennen, tiefes Einatmen, Zählen und so weiter, aber es ist schwer zu sagen, was hilft und was nicht. Narzisstische Tendenzen bringen den Patienten zum Wechseln des Subjekts. Okay. Damit konfrontiert wird Max wütend und gibt anderen dafür die Schuld. Vorfälle mit Abneigungshandlungen gegenüber seiner Frau, Patient gibt ihr die Schuld, dass er hier ist und nicht dem Vorfall häuslicher Gewalt. Ergänzend: Max stürmt heraus, bevor er seine letzte Sitzung abschloss. Es ist seit 2 Wochen nichts mehr. Er ist seit 2 Wochen nicht mehr gekommen. Gericht wurde informiert. Ja, also man hat ja schon gehört, dass natürlich so Therapeuten. Is it me, or are you just taking all these pills willy-nilly? Also Therapeuten müssen ja aus Eigenschutz müssen sich ja auch irgendwo abkapseln von ihren Patienten und halt dürfen die natürlich nicht so nah ranlassen, aber er kommt mir schon echt krass vor hier. Also wir. Hi. So, und natürlich würde ich jetzt sehr gerne. Oh scheiße, ja, das Wasser steigt definitiv. Okay, die Autos sind schon nicht mehr zu sehen. Natürlich würde ich jetzt erstmal schnell die Schallplatte holen von Max. Wahrscheinlich werden da jetzt wieder irgendwelche Leute rumkrepeln. Und wir haben ja jetzt natürlich das Gimmick, das wir jetzt. What the fuck? Oops, this one's on me. The elevator was supposed to drop all the way down and explode. Since you're stuck there, starving to death, how about you take this opportunity to reflect on what a major pain in the ass you've been? Ja, schön. Toll. Und nun? Okay, haben wir irgendwo eine Luke. Ja, schön. Did you call Sonja? A grown man being bailed out by a cat. Come on, das ist ja cool. Oh, du bist die beste Katze der Welt. So this is what happens when I'm not around. Huh.
durch. As if all this wasn't enough, you gotta get stuck in the vents. Yippie-ki-yay. Yippie-ki-yay, ja, wirklich? So, nice Anspielung. Have you stopped to wonder what the tapes really mean to you? They're not just recordings of your patients, that's for sure. You've listened to their stories and troubles, but what of your own? Who decides the story of Desmond Wales? Desmond. It's not too late, you know, to make a change. Your story's not set in stone. Ja, was sind diese Tomaten? I could really go for a cheeseburger right about now. Oops. I mean, Desmond, behave! Where's my gas mask? Ah, sheesh. Was ist das? Also, fuhlt die Katze jetzt hier rum? Das ist ja toll. It's where you get off. See you back at the office. Doodles. So, okay, alles klar. Na schön, diese Wand. Find the truth. Aha, okay. Okay. Find the truth. The truth is out there. Oh, warte mal, hier vorne sehen wir noch was. Bomben. Okay. Okay. Ja, genau, siehst du, und jetzt können wir auch mit der Tablette. Boom. Es wäre natürlich auch schön, wenn hier in diesen Kisten mal drin wäre. Oh, echt jetzt? Achso. Und da geht's zu Fall Nummer 4. Da gehen wir jetzt aber noch nicht hin. Wir gucken jetzt erstmal nochmal schnell nach Max. Ach du Scheiße. Ach, der Schallplatte. Ich werde hier ständig immer meinen Sätzen unterbrochen. Oder ich unterbreche meine Sätze immer. Das ist total blöd für euch, ne? Reload. Warum hat es gerade so komisch aufgeleuchtet? Das wäre da was. So, hier droppen wir nochmal schnell die Pille. Kabum. Oh. Hallo. Das ist ja cool. Ach, ey. Sehr schön. Das tut nichts hol. 7 Pillen sind noch übrig. So, theoretisch könnten wir auch mal in den Raum mit den Gasmasken. Oder Raum mit den Gasmasken. Da wo die Gasmaske hatten. Da war ja ebenfalls der Raum komplett mit diesem Gas. Lumpe oder so. Naja, mit dieser Farbe voll. Ich habe ja noch keinen Namen dafür irgendwie. Nenn ich's Rainbow jetzt oder was? Looks like it's out of juice. Okay, das hat man schon. Warte mal. It's out of juice. Ah! Okay, cool, hat funktioniert. Nice! Das ist ja schön. Ah, wir krachen natürlich durch die Wand. Was da?
Melly hat ja ein tolles Zimmer. Ohne Tür. Schön. Und die Schallplatte. Nice. Eine gelbe Schallplatte? Dicke Rot ist eine Farbe. Max, was verrät Ihnen das? Wovon ich träume oder sowas? Nicht genau, es gibt mir eher Hinweise auf Ihre Denkweise. Na gut, dann mal los. Was könnte das sein? Nichts. Nein, wirklich, ich sehe nichts, das einen Sinn ergibt. Versuchen Sie es. Ein Baby, ein weinendes Baby. Das nächste? Ein Tier und eine Bestie. Ordnung. Drittes Bild? Ein Stier. Das ist es, ein großer Stier, der hinter dir her ist. Eine Limitschrift. Ja, tatsächlich. Es wird, ja, und tatsächlich sieht das Rohrschachtbild so aus, ne? So, okay. Was haben wir hier hinten noch? Batterien? Jetzt mal. Oh nein. Maddie. Miss you. Lass uns mal Max Wohnung verlassen. So, dann mal schnell zurück zu unserem Appartement. Ich überlege noch, haben wir noch irgendwo die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen? In den Shadows. A flame in the dark. Was ist denn das? Das sind jetzt alles neue Sprüche hier, ne? Come on. Blocked from the other side. Dieser Wartungsgang. Oh. Kommen wir denn da hin? Der Hausmeisterraum. Was es da noch Schönes gibt. Die Patronen. Mehr Patronen. Können wir hier jetzt endlich mal anfangen? Nein. Auch zu. Okay, ich würde nochmal ganz kurz mal einen Abstecher in den Keller machen. Schön, dass der Fahrstuhl jetzt wieder geht. Um einfach mal zu schauen, ob wir in diesem einen Raum, wo wir die Gasmaske gefunden haben, das Rainbow entfernen können. Da, da. Okay, zup, 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 zup. Kann ich hier nicht irgendwie, ich möchte ja nicht hier rauf. Das hat ja gut geklappt. Es ist halt natürlich fraglich, ob wir jetzt hier noch irgendwas finden, es sei denn, es war unter dem Rainbow. Na, nicht. Sonst steht. Aber gar nichts. So, hier unten noch könnten wir. Humpe die Flumpe, die Flumpe, die Dump. So, okay, alles klar. Notausgang. Na gut. Denn auf zu unserem Büro. Lass uns einen Song hören. Lass uns mal ein paar Platten auflegen. Thank you.
sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Yo. Yo. It's my record player. Ja, das Klavier war schön. Der Rest war... Smiling, relaxing, as if I... Katze singt gerne mit. Ja, cool, alles klar. Und damit steht hier... Is it me? Die neue Scheibe. So, dann wird's wohl Zeit... Ja. Fall Nummer 4 zu starten. Und der befindet sich... unteren Bereich. Smiling, smiling. Okay. Push the E-Button. Leuchtet der Kronleuchter da vorne in den Fallfarben? Grün, blau und... Kann das sein? Could this be? Ich vorab blinken lassen hier. Ja, ne? Guck mal einer an und eine Lampe leuchtet noch nicht. Das ist ja... Aber wir haben noch L. Verstehe mich, warte mal. Also das würde Sinn... Ach nee, das ist gelb. Okay. Aha, alles klar. Tja, dann wird es Zeit für grün.
ist da drüben, ne? Tja, na dann. Starten wir Fall Nummer 4. Auf geht's.